Hallo Welt, da sind wir wieder, hier im Besucherzentrum des Nationalparks, zusammen mit Nick Valentine. Und wir haben ein paar Atomlumpen gekauft, die wir jetzt vielleicht mal zuordnen können. Ich fürchte, wir haben einiges doppelt gekauft, aber bei dem Preis konnten wir einfach nicht widerstehen. Grüne Lumpen der Kinder von Atom haben wir. Aber nicht doppelt. Lange grüne Lumpen und kurze grüne Lumpen. Oh mein Gott, wir brauchen mehr Ständer. Wir brauchen mehr Rüstungsständer, wollte ich sagen. Und... einfache Lumpen haben wir doch auch nicht. Doch, einfache Lumpen der Kinder von Atom. Okay. Ja, zwei Rüstungsständer fehlen uns noch. Da können wir noch ein paar bauen hier. Oh, das wird eng. Nick, musst du da jetzt stehen? Muss das sein? Aha. Er merkt es nicht. Nick. Nick, geh doch mal irgendwo anders hin. Aha. Okay, das ist jetzt nicht wirklich so schön sortiert, wie ich das gerne hätte. Also nehmen wir hier die Lumpen wieder raus. Oh, Moment. Und packen hier mal... Moment, was haben wir da drüben? Die Geschichte über dich nicht glauben. Nur grüne Lumpen, die kommen nach ganz vorne. Das steht jetzt aber zu sehr in der Tür schon. Grüne, grüne Lumpen. Dann kommen die kurzen. Ich meine die kurzen Lumpen von Kinder... Nein, der Kinder von Atom. Ah, ja, die grünen. Kurze grüne Lumpen, das ist ein langes Wort. Das ist schon mehr ein Satz. Und hier kommen nochmal die langen Lumpen. Die langen grünen Lumpen der Kinder von Atom rein. Jetzt haben wir es aber. Einfache Lumpen der Kinder von Atom. Lumpen mit Kapuze. Lumpen mit Kapuze. Lange Lumpen der Kinder von Atom. Hm, das haben wir auch noch. So, so. Oh, das ist cool. Wir haben überall Lumpenpuppen rumstehen. Ich habe keine Zeit. Ja, nur ist ja gut. Dann geht halt auch aus dem Wege etwas. Und hier packen wir jetzt lange Lumpen der Kinder von Atom rein. So haben wir jetzt die Kinder von Atom in das Besucherzentrum gebracht. Ich freue mich. Das ist schön. Ja, das freut mich wirklich ein wenig. Hier draußen im tiefen Nebel. Du machst mir Angst. Nachts ist es am schlimmsten. Ja, aber am Tag ist auch nicht so schön hier, oder wie?
Oh nein, wir müssen ja hier das aufbereitete Wasser rausnehmen, wenn überhaupt noch welches da ist. Keines da, keine Kronkorken haben wir. Ja, dann wär's das. Aus meiner Sicht sind wir hier dann jetzt fertig am Besucherzentrum. Schau einem Fallensteller nie in die Augen. Sie sind anders. Ja, das ist jetzt nicht so perfekt. Ja, man sieht ein wenig was von den Figuren im Hintergrund. Okay, dann geht's jetzt weiter. Jeden Tag verlässt ein neuer Haber-Bewohner die Insel. Und zwar nach Longfellows Hütte. Einmal gucken wir nochmal hier auf die Moral. Moral 86. Naja, das sollte für eine Weile reichen. Meine ich. Wenn der Nebel uns nicht holt, holen uns die Stürme. Ach, immer positiv sehen. Das Glas ist halb voll. Diesmal nehmen wir aber die richtige Insel sofort. Ah, wir sind gute Schwimmer. Heutzutage verlassen sich zu viele Leute auf Gewalt als Problemlösung. Nick ist zu langsam. Alle sind sie zu langsam. Uns gegenüber. Verglichen mit unserem Tempo, da kann niemand mithalten. Unser Leuchtturm. Na her damit, Insel. Mich kriegst du nicht klein. Das ist doch mal. Ich hab immer so einen Hunger. Dann wir hast haben du hier ziemliche Probleme. Ich hoffe, du kannst uns helfen. Och nö. Jetzt aber nicht nochmal, oder? Ich wollte nur ein paar Sachen tauschen. Ich weiß ja gar nicht, wer er ist. Wir haben ziemliche Probleme. Egal. Hoffe, du kannst helfen. Ist mir egal. Wir nehmen uns jetzt alles mit, was wir mitnehmen können. Mehr als wir tragen können, auf jeden Fall. Oh. Entschuldigung, herstellen wollten wir nicht. Wir wollten was mitnehmen. 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 Okay. Immer mit der Ruhe. Wir schaffen das schon. Ja, wo ist denn das aufbereitete Wasser? Habt ihr gar nicht hier? Wir müssen hier mehr industrielle Wasseraufbereiter hinbauen. Hier könnten wir ohne Ende welche hinbauen. Na ja, dann nehmen wir die Kronengorken. Ist ja auch schön. Kein aufbereitetes Wasser. Okay. Legen wir uns noch eine Stunde schlafen und dann geht's nach Hause. Nach Hause. Ja, eigentlich ist das alles unser Zuhause. Dann geht's auf jeden Fall geht's jetzt Richtung. Na? Commonwealth? Richtung. Starlight Drive-In. Aha. Das Commonwealth schreit auch schon nach uns. Einmal gucken wir nochmal. Vorne, Dock, hinten. Der Köderlach. Terroristenladen verkaufen die Lees Waffen. Also, wenn du dies, das, Schrott oder Krimskrams brauchst, dann bist du hier richtig. Na gut. Handeln wir. Okay, hier ist mein Angebot. Ich möchte nur einmal gucken, was er so Schönes hat. Eigentlich groß kaufen möchte ich gar nicht. Och, wenn ich nur nicht so geizig wäre, der fehlt aber für unsere Rüstung, oder? Wir haben den Helm noch gar nicht. Jetzt haben wir ihn. Oh nein! Und wir wollten doch Geld machen. Unbedingt Kronenkorken wollten wir machen. Zu spät. Und der hat jetzt wieder ein richtig gutes Geschäft gemacht mit uns. Jet Boost haben wir nicht. Ja, dann gucken wir uns hier lieber gar nicht mehr groß an. Oder? Kommt es hier drauf noch an? Scheinbar nicht. Nehmen wir alles noch mit, den Brennstoff auch. Das macht den Kohl jetzt auch nicht mehr fett.
Wo ist der Doc, Doc? Hier ist der Doc. Ach, Desinfektionsmittel brauchen wir jetzt nicht. Wir hauen wieder ab. Nichts wie weg hier von der gruseligen Insel. Ab ins Commonwealth. Moment, haben wir wirklich nichts vergessen? Nein, ich glaube nicht. Ach, Valentine! Nick! Ach, zu spät. Bye, bye, Far Harbor. Macht's gut, ihr kommt auch ohne uns klar. Und weiter, weiter, weiter. Genau. Wie schön, dass das Boot hier automatisch fährt. Hier ist ja auch noch eine Insel mit einem leuchtenden Schild irgendwas. Ein Plakat. Da haben wir noch nie... Ach, wir haben Far Harbor. Wir werden Far Harbor ganz, 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 ganz sicher nochmal ganz genau unter die Lupe nehmen. Die Insel der Jägerin, das interessiert mich ja brennend. Jetzt werden wir so überladen. Und in tiefer Nacht werden wir jetzt also Richtung Starlight Drive-In. Schade mit den Kronenkorken. Wir hatten schon wieder 80.000. Das Geräusch ist gut. Jetzt können wir laufen. Sollen wir, wenn wir gerade schon mal hier in der Ecke sind, sollen wir mal Hallo sagen hier bei den Leuten mitten in der Nacht? Sie schlafen alle. Naja gut, dann machen wir es doch nicht. Nakanos, schlafen. Ist ja auch gut. Müssen sie auch mal. Oder sie sonnen sich gerade hier im Mondschein. Das wollte ich schon immer aufheben hier, aber es geht nicht. Jedes Mal, wenn wir hier dran vorbeikommen, liebe Welt da draußen, wollen wir das mitnehmen. Aber es lässt sich nicht mitnehmen. Es ist versunken im Sand. Schade eigentlich. Schade, schade. Gut, Warwick. Wissen die denn nicht, wie weit wir entfernt sind von dort? Ach so, und gleichzeitig auch noch die Abernethy-Farm. Der Leuchtende da drüben. Ich meine, der da. Auf der Insel, auf dem Floß oder was das ist. Nick, du wirst dir jetzt wohl nicht... Nichts gefunden. Oh nein, Nick, warum nur? Wir haben uns das letzte Mal unterschätzt. Irgendwas Nützliches? Nur Nützliches, weißt du? Mein Gutster, es gibt nur nützliche Sachen hier im Commonwealth. Und auf Far Harbor sowieso auch. Bis auf dieses Baum, bis auf diesen Baumsaft oder was das ist. Ist vielleicht nicht ganz so nützlich, aber... Naja, man kann es mitnehmen. Es kostet ja dafür nichts. Ich dachte, wir können hier rüberspringen. Moment, sollen wir hier nicht schlauerweise einmal ganz kurz schlafen gehen? Ein Stündchen so? Ein Nickerchen machen? Wäre das klug? Die Siedlung, an der wir, glaube ich, bisher am wenigsten gemacht haben, hier im Commonwealth zumindest. Ja, ich bin mir sicher, dass wir noch ein, zwei Siedlungen oder vielleicht sogar drei Siedlungen übersehen haben, die wir noch gar nicht entdeckt haben. Aber unser guter Preston will uns ja auch keine Aufgaben mehr geben, von daher. Oh, Moment, Moment, wo laufen wir jetzt drauf zu? Das ist da vorne doch... Das sind doch die Versenkten. Die Verschränkten? Ja, die Versenkten. Da vorne müsste eher so etwas wie die Finch Farm sein. Da ist der Salon. Wow. Jo, ja, 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 aber nicht mit uns jetzt. Oh nein. Wenn wir Nick nicht helfen, dann wird er zurückkehren zum... zu Longfellows Hütte. Da wirft das Ding. So weit kann das werfen. Mit Steinen.
Sicher ist sicher. Was? Ne? Was ist da gerade passiert? Was zum... Wo? Was habt ihr? Oh nein. Oder ich. Nicht diese Versenkten. Ja, eine Siedlerin hier ist leider gestorben. Scheint wirklich was zu werden. Ja, hier sollten wir viel öfter vorbei. Die Terbären, die können... Gepäck macht das Baden hier sicher eine Menge Spaß. Ja, die Terbären, die können wir doch gut gebrauchen hier. Was? Ja, schon gut. Wir hauen wieder ab. Alles noch dran. Ja, da kann man doch jetzt irgendwas, wenn das wirklich die Versenkten sind, da kann man doch mit Sicherheit jetzt was einsammeln. Die haben doch immer genau Brennstoff dabei. Habe ich schon in der Community bei uns auf dem Kanal gelesen, den Tipp, dass man hier immer Brennstoff bekommt. Aber dafür muss man auch ganz schön, hier hat man ganz schön was zu knacken mit denen. Also das Einfachste ist es nicht. Da gibt es andere. Ich glaube, das sind Supermutanten sogar manchmal einfacher zu erledigen. Ja, ja, oh boy, aber nicht heute. Ich mache mir nur immer Sorgen um Nick. Der lässt sich dann ja doch schon mal ablenken. Was ist das? Ich weiß, dass wir hier schon mal waren, aber wir haben uns das noch nie so genau angeguckt. Da unten. Irgendwas schießt da immer auf uns. Lauschposten Bravo. Hier müssen wir hin, also ein Stück nach links Richtung Westen. Lauschposten Bravo muss warten. Und was ist das da vor uns für ein großes Gebäude? Na, hier waren wir doch auch schon mal. Medford Memorial Hospital müsste dahinter sein gleich. Dann ist das vor uns die Malden Middle School. Ja, da haben wir ja auch nach dem Eingang zum Vault 75 gesucht. Ja, meine Güte. 2 Stunden haben wir, glaube ich, gesucht. Oder länger sogar noch. Nichts drin für uns. Ja, Medford Memorial Hospital. Na, das umlaufen wir. Das sind immer Supermutanten. Das hält uns nur auf. Tja, die Geschmäcker sind wohl wirklich verschieden. Deswegen hilft er nicht beim Sammeln mit. Er denkt... Er hat anderen Geschmack. Er hat einen anderen Geschmack als wir, also. Ja, das ergibt ja schon irgendwie Sinn. Oh, leere Milchflaschen, Eiskühler. Nein, nichts dergleichen. Ach, da sehen wir schon die Brücke. Wir sind fast da. Wir haben es fast geschafft. Moment, das sehe ich ja jetzt erst. Das teure Rüstungsteil, das passt überhaupt nicht zu den anderen Rüstungsteilen. Das hat ja gar nicht diesen schönen Angriff, Anschliff, ich meine Anstrich. Oh Mann. Was hat das gekostet? 10.000? 15, glaube ich sogar. Linker Arm. Ja, jetzt ist es nur noch 8.500 wert. Na klar, nachdem wir es getragen haben. Eigentlich müsste es das Dreifache jetzt wert sein. Ach, was rede ich, das 30-fache? Ja, das finde ich echt nicht so schön. Das war da, doch, ich meine, das hat 15.000 Kronenkorken gekostet. Bei den Kindern
des Atoms und ich dachte, das wäre das fehlende Teil, was wir noch brauchen. So wie hier Raycon Marine rechter Arm haben wir doch auch. Aber es hat einen ganz anderen Anstrich. Wo? Was? Hier waren wir auch noch nicht. Moment. So weit kann ich nicht. Hey, da sind sie wieder. Warum halten die so viel aus? Ein Veteran, ja gut, aber... War das nur der eine? Wir waren hier in der Ecke schon mal. Aber so richtig umgeguckt haben wir uns auch nicht. Naja, die Munition wollen wir jetzt wenigstens wieder haben. Da draußen ist... Wenn man vom Teufel spricht. Was, wo? Ach, du bist es. Oh, Skorpione. Der letzte. Ja, bist du sicher? Ich habe da noch irgendwo was gehört. Meierlurk-Jäger, das war gar kein Skorpion. Ach, was ist das hier? Angst vor dem Radio haben wir. Schauen wir da. Schwupp. Dafür gehen wir aber auch schlafen eine Stunde. Ja, ich bin etwas... Ja, ich bin nicht verärgert. Nein. Ja, das hat man jetzt vielleicht gar nicht, hoffentlich hat man das gar nicht so mitbekommen. Das Spiel ist gerade abgestürzt und zwar nach ungefähr 38 Minuten. Das heißt, wir waren schon sehr viel weiter, haben schon aufgeräumt und alles. Ich wollte noch sagen, das habe ich gesagt, och, alles, was ich gesagt habe, weiß ich jetzt nicht mehr. Sowas sollten wir auch mal bauen, habe ich glaube ich gesagt, aber wir bekommen nie diesen Deckel oben wieder drauf, also werden wir das wohl nicht machen können. Schade. Schade, schade. Wir waren schon so weit und haben unterwegs noch einiges erlebt. Ich möchte aber nicht vorweggreifen. Wir werden sehen, was wir diesmal erleben. Angeblich ist das ja alles randomisiert. Moment mal. Liegt der Slog etwa noch vor uns? Nein. Ja, auch das mit dem randomisiert. Ja doch, da war nämlich vorhin ein Red Skorpion. Ganz ruhig. Alles okay. Siehst du? Vertraue niemals einem Menschen, der mit einer Waffe auf dich zielt. Naja, was sollte er anders tun? Tut mir leid, der arme... Joa, der war bissig. Bissige Hunde, mit denen ist nicht zu spaßen. Jetzt haben wir nur noch so viel Munition, so wenig meine ich. Ja, also beim letzten Mal hockte an der Stelle nämlich ein Red Skorpion, wo der Hund jetzt war. Ja, jetzt kann man sich überlegen, was ist uns lieber, ein Red Skorpion oder ein Hund? Hundefleisch oder Red Skorpionstachel? Das eine ist seltener und das andere kann man essen. Schön. Ich würde jetzt gerne sagen, wir gehen einen anderen Weg, aber es ist ja nicht mehr auf der Aufnahme drauf, dann... Also wir können auch den gleichen nehmen. Da ist nämlich noch was Interessantes passiert zum Schluss. Ja, vielleicht passiert das Gleiche ja nochmal, aber wie gesagt, randomisiert, man weiß es ja nicht. Da oben, wir sind schon fast da. Naja, wenn die anderen Kürbisblüten eingesammelt wurden, dann warte die letzte doch mit Sicherheit auch eingesammelt. Ja, und hier waren beim letzten Mal waren Sachen drin, die wir gebrauchen konnten. Also, das hat so grün geleuchtet, wie jetzt hier der Stein. Also, teils randomisiert, das haut schon hin. Das ist schon so. Ach, sag nicht. Das ist ja... Jean. Entschuldigung. Hallo. Du siehst aus, als könntest du einen Hund gebrauchen. Ja, aber... Der beste Freund des Menschen, oder? Ja, aber hallo. Auf jeden Fall. Den haben wir jetzt seit Beginn des Spiels erst zum zweiten Mal getroffen und wir kaufen einen Hund für 250. Ich kaufe noch einen Hund. Okay. Du kannst ihr doch ein Zuhause bieten, oder? Aber natürlich. Wo schicken... Wo hätten wir ihn denn gerne? Hangman Sally? Nein, alles nicht so schön eigentlich.
Ah, wir bräuchten mehr Charisma. Dann könnten wir ihn irgendwo hinschicken, wo es wirklich Sinn macht. Nordhagen Beach ist ja auch schön. Mögen Hunde den Strand? Ich bin mir nicht sicher. Mögen sie das? Außenposten Simonia. Da sind viele Frauen, da wird es ihm gefallen. Wir haben immer alle Frauen dorthin geschickt. Angekommen sind Männer, verstehe ich auch. Ich denke, das dürfte reichen. Okay, Mädchen. Das ist ein neues Frauchen. Sie gibt dir ein neues Zuhause. Nun geh. Sei ein braves Mädchen. Mach's gut. Ich muss jetzt gehen. Du kümmerst dich um sie, ja? Streuner! Er rennt einfach weg. Das war ein gutes Geschäft. Der wird nie in Außenposten Simonia ankommen. Wir haben ja auch keine Hundehütte dort, oder? Ja, beim nächsten Mal, wenn wir da sind. Jetzt haben wir einen, der heißt auch Streuner. Der nennt alle seine Hunde, dieser Gene nennt, oder Gene, der nennt alle seine Hunde Streuner. Ich muss sagen, diese Zufallsbegegnung war jetzt nicht schlecht. Aber bevor das abgestürzt ist, hat es hier so gefimmelt nur von diesen Rust Devils. Und dadurch hatten wir schöne Rüstungsteile, alle poliert und verbessert und richtig gute Teile. Nur ja, über den Hund freue ich mich jetzt, da das so selten ist, ein bisschen mehr sogar. Also, ist schon okay. Das war jetzt nicht unbedingt ein Griff in die Tonne oder so etwas. Aber war schon gut. Aber was jetzt ein bisschen schade ist, wir hatten gerade alles sortiert. Die letzten Teile mussten wir einsortieren, als es abgestürzt ist. Und jetzt müssen wir alles nochmal einsortieren. Nein. Obwohl, hier geht's ja. Wir haben ja unsere Maschinen hier und können ja... Ach so, rausziehen sollten wir uns... Aufbereitetes Wasser, 18 nur, da haben wir 95 beim letzten Mal rausgezogen, bevor das abgestürzt ist. Und es waren nur ein paar Karotten drin, sonst nichts. Weil den Rest zieht es sich schon raus, okay. Na, das ist aber sehr schade. Ja gut, aber dafür haben wir den Hund. Ich freue mich über den Hund. Hunde verbessern die Moral. So ist es. Also ist das gut. Und diesen Gene, wie gesagt, zum zweiten Mal. So lange sind wir dabei und erst jetzt zum zweiten Mal haben wir ihn erst getroffen. Ich find's gut. Ja, wären wir doch mal ein Stündchen wenigstens hier schlafen gegangen. Ja, aber wie gesagt, jetzt haben wir den Hund dafür. Das ist doch ganz gut. Ja, ich hoffe übrigens, dass das ordentlich zusammengeschnitten ist dann, bevor das online geht. Ich habe ja ein wenig vorproduziert, also... Ja, da bleibt ein bisschen Zeit so. Das dauert immer mit dem Schneiden. Vor allem das Rendern dauert dann extrem lange, wenn da was geschnitten ist oder so. Dann braucht man für eine Folge oftmals so viel wie normalerweise für 10, um die zu rendern. Aber wirklich, ich verstehe auch nicht. Ich habe auch schon geguckt. Ich weiß auch nicht, warum Premiere Pro beim Rendern so eine Niete ist. Da sind ja wirklich die kostenlosen, billigen Programme. Ja, billig sind die alle nicht, aber die kostenlosen Programme, die sind... Ja, da läuft das recht... Ja, es geht recht schnell, will ich nicht sagen. Es kommt ja auch auf die Hardware drauf an. Aber es geht schon... Ja, es geht. Was wollte ich damit jetzt sagen? Den Fleischerhaken, den behalten wir mal im Inventar. Oh ja, und die ganze Rüstung hier für Sanctuary Hills... die Sündrüstung behalten wir, die Lederrüstung kann weg, die Raiderrüstung. Ja, ich muss das jetzt alles nochmal sagen. Wobei, Moment mal. Diese Lederrüstung hier, die normale, die verkaufen wir mal ganz schön. Die muss hier nicht rein. Da kommen nur die guten Sachen rein. Mit Stern, meine ich. Ach, ein paar robuste Roboterteile haben wir ja noch dabei. Und den Aggressotron. Joa, da ist doch alles gut. Mal sehen. Ja, die Sache mit Stern, aber keine Kampfrüstung. Das wird immer komplizierter, wie wir das hier aussortieren. Das freut mich.
Das hält das Hirn fit, wünscht man sich. Aber ob es wirklich so ist, viel zu wenig. Okay, so haben wir es jetzt aber einmal. Und jetzt könnten wir doch schon mal Sachen zum Verkaufen. Haben wir hier schon Waffen abgelegt? Was machen wir mit dem Napalmer? Ach so, der kommt auch hier in die Waffenkiste schön rein. Moment mal, wir hatten noch eine Waffe, die Macheten nämlich. Die schicken wir auch erstmal Richtung Sanctuary Hills. So, und hier können jetzt also die größeren Waffen rein. Da haben wir jetzt gar nicht so viele wie beim letzten Mal. Denn diese Rust Devils, die hatten ganz schön was dabei an Waffen. Ja gut, dann gehen wir mal. Gucken einmal schön, was unsere Maschine hier macht. Alles automatisch. Ist das nicht schön, liebe Welt da draußen? Ich find's ehrlich. Aber wirklich würde ich das nicht aufnehmen. Ich würde wahrscheinlich den ganzen Abend nur hier vorsitzen und gucken, was da alles so rauskommt und wie das hier so herfließt alles. Ich finde es so faszinierend. Tja, vor allem, man braucht nichts zu machen. Das passiert alles automatisch. Kennst du die Farm, die von Ghoulen... Tut mir leid, aber ich habe das Gefühl, ihr wiederholt euch alle hier und von daher tut es mir dann doch nicht leid. So, den Fleischerhaken, den wollen wir nochmal verbessern und irgendwo hinhängen, schön. Zur Zierde. Das Hundehalsband hätte jetzt auch woanders hingemusst. Stellt hin. Wahnsinn, oder? In meinem Beruf sieht man oft das. Ich kann dich bei Bedarf. Ja, da gibt's ja, das ist ja eigentlich noch viel dramatischer, als man sich das so denkt, denn das sollte die letzte Folge für heute sein. Ich wollte dann eigentlich schlafen gehen auch und war quasi schon am Ende. Es waren nur noch, glaube ich, 2, 3, allenfalls 4 Teile zum Einsortieren. Naja, die ganze Kampfrüstung musste noch einsortiert werden und dann wären wir durch. Ja, aber so ist das dann manchmal. Jetzt können wir noch mal ein paar Minuten länger machen. Ist doch schön. Ich freue mich. Ja gut, schlafen wäre auch nicht schlecht, aber heute ist es sowieso dermaßen warm im Juli 2016. Erster heißer Tag in Nordrhein-Westfalen, also Käfigrüstung mit Helm. Ja, die kann weg. Leichte Kleidung können wir auch verkaufen. Ja, da wird man sowieso bei der Hitze nicht so gut schlafen können. Wobei es jetzt schon ziemlich spät ist und ich jetzt seit einer Stunde schon die Fenster aufgerissen habe, also abends. Wir haben zum Glück, nach hinten ist es grün, viel grün und so ein paar Bäume stehen da auch und dann ist es nachts doch, auch im Sommer wird es nachts ziemlich angenehm, also da kann man mit leben. Nur tagsüber. Ja, vorne kann man vergessen, da ist so eine Straße, eine kleine und die heizt sich natürlich ganz schön auf. Und da hat man echt verloren, wenn man da die Fenster auf hat. Was die, also wenn man so nicht in der Sauna, naja, Sauna ist ja schon schön. Ich mag ja auch Sauna, aber, ach, ihr wisst schon, wenn es gar nicht, also in der Sauna kann man rausgehen und sich abkühlen. Und das kann man ja im Sommer höchstens machen, wenn man, keine Ahnung, eine Klimaanlage irgendwo hat. Die hat man aber meistens nicht zur Hand oder sie ist kaputt. Oder irgendwas. So, jetzt hatten wir hier einen ganz anderen Plan, wie auch immer. Der Rüstungsständer ist leer, war da. Das kann aber nicht sein. Denn da waren vorhin, waren doch, das sind doch auch Sachen, sie hat doch... Ein einfaches Leben ist das nicht. Also das kann eigentlich nicht sein, ja, dass der leer ist. Nein, ich glaube, es hat sich hier schon wieder alles verschoben, oder? Kann das sein? Ja, dieser hier ist leer, das ist okay. Aber der soll ja auch nicht... Sie, hier vorne, die... Oh, Horror, was macht ihr denn da? Muss das sein? Also hier vorne hatten wir geplant, dass hier die verbesserten Roboter-Sachen erstmal reinkommen sollen. Das heißt, wir gehen erstmal nach unten. Und gucken, was wir da haben. Hier haben wir ein paar robuste Teile zum Beispiel.
Na, das ist doch schon mal gut. Da war aber doch noch irgendetwas. Ich glaube auch ein Helm. Ja, aber das war der polierte... Nein. Das ist noch ein linker Arm oder so etwas. Wir hatten doch einen polierten... Aggressotron-Helm, meine ich. Haben wir nicht mehr? Ach so, ja klar, wir haben ja... Ach, hier ist er. Doch, haben wir. Der sollte aber nicht hier vorne drauf. Der sollte hinten drauf. Ach, so ein Durcheinander. Machen wir das anders. Nehmen wir diesmal den hier raus. Machen wir das ordentlich. Kann ich dir was mit der abnehmen? Ernte läuft es ziemlich gut. Nein, was haben wir getan? Wir haben alles wieder rausgenommen. Das ist das Bett. Das ruft so laut, ich kann schon gar nicht mehr denken. Oh, nein. Denn die Texte noch schreiben, die Bilder bearbeiten und... Oh, nein, ich komme heute nicht mehr ins Bett. Nur ja, das mache ich morgen. Der soll erstmal rendern. Oh, was haben wir denn noch? Ach, wir machen Sachen. Das wollten wir T drücken. Und was haben wir? R. R haben wir gedrückt. Na, wunderbar. So, T. Ach was. Sah der wirklich vorhin auch so aus, der Helm? Polierte? Also wir hatten zwei... Naja, gut. Wir haben ja draußen die nicht mehr getroffen. Wir hatten komplett alles anziehen können und wir hatten zwei verschiedene... Brustteile. Nämlich eins nur den BH und eins so wie jetzt. Naja, wie auch immer. Jetzt haben wir es. Hoffentlich bist du nicht einer dieser Synths, die mich spionieren wollen. So sah der auch vorhin aus. Was war das vorhin? Merkwürdig war das. Okay, versuchen wir hier nochmal. Wir kommen hier nicht dran. Scheinbar. Was sollte der? Sollte auch Roboterteile bekommen? Ja, das kann ja nicht sein, der da hinten, man sieht ja, dass der was anhat. Da muss ja was drin sein. Ich vermute, wir kommen da einfach nur nicht dran. Sollten wir aber. Moment mal, was sollte dann hier rein? Hier dieser eine Kopf, den wir jetzt gerade genommen haben. Dieser Wachkopf. Wachbotthelm. So. Dann wissen wir schon mal Bescheid. Und jetzt kommen wir doch auch ohne weit. Wir sind hier dran gekommen. Nein, das ist immer der, an den wir kommen. Ja, normal haben wir das aber so hingestellt, dass man da drankommt ohne Probleme. Hier durch kommen wir auch nicht. Haben wir geschickt hingestellt, was? Na, das klappt auch normalerweise. Es hat sich nur verschoben. Die Farm ist nichts Besonderes, aber immerhin... Obwohl, hier geht es. Ach, was soll's. Verschieben wir den hier eben so ein bisschen. Ach so, geht nicht, weil wegen Platzmangel hier... Aha. So, so. Jetzt geht es also. Nehmen wir hier mal die verbesserten Sachen alle raus. Und packen hier... Haben wir überhaupt noch normale Sachen? Hatten wir doch vorhin. Ja, genau. Brustteil, linker Arm, rotes Halstuch. Nein. Und das war's auch schon. So, jetzt nicht R drücken, sondern T. Jawohl. Naja. Joa. Doch, es geht doch. Und die verbesserten Sachen kommen halt hier vorne rein. Eben, mal kurz. Kleidung, Kleidung. Das dauert aber länger diesmal als beim letzten Mal. Wenn ich so mal auf die Uhr gucke. Ja, aber das möchte ich ganz gerne noch machen. Einmal alles. So, jetzt Tee. Ach, das sieht man jetzt nicht, was besser aussieht. Aha, hier haben wir es. Das ist nichts. Wir wollten das große Teil, hätten wir ihm ganz gerne angezogen. Ehrlicher als Landwirtschaft kann Arbeit nicht sein. Da fehlt der rechte Arm.
Und wir haben noch zu wenig, wir haben viel zu wenig von den Walt-Anzügen hier. Aber wir haben da oben einen, der bekommt schon mal von uns. Oh, hier die Militäruniform. Das ist auch gut. Dann können wir ja noch differenzierter hier ausrüsten. Dann bekommt der die Standardsachen. Ja, er bekommt die Standardkampfrüstungen. Die gedämpften, die kann er mal schön wieder abgeben. Die bekommt nämlich die Frau hier, die dann auch die Militärrüstung, Uniform bekommt. So, Militäruniform. Ja, die steht nämlich bei uns. Meistens ist es eine Frau und die steht, meistens sind alles bei uns Frauen, habe ich den Eindruck. Die steht dann meistens am Artillerieteil. Und das sollte auch die sein, die die beste Rüstung als erste bekommt dann. Bei uns, in unserer Welt zumindest. Tun wir denn hier jetzt, packen wir hier jetzt wirklich die Sache mit Stern auch rein? Denn dann ist doch alles durcheinander, oder? Ich fand die Idee nämlich gar nicht so schlecht, die Sternsachen irgendwo anders zu lassen. Ja, aber jetzt sind wir einmal dabei, die hier reinzupacken, wie es aussieht. Lassen wir uns wohl nicht mehr von abbringen, was? Ja. Oh, hier kann man aber schön gucken. Ah, oh, das gefällt mir ganz gut hier. Na, da brauchen wir noch mehr. Da brauchen wir mehr Rüstungsständer. Sonst bekommen wir hier nie irgendeine Ordnung rein. Und es fehlt der rechte... Nein, doch, der linke Arm. Egal. Wir haben noch eine Sündrüstung hier stehen. Bei der ist es einfacher. Sündsachen immer rein damit. Egal, ob verbessert oder nicht. Die meisten sind sowieso verbessert. Aber was ziehen wir jetzt an, Schönes? Ach, das kann ruhig irgendwie so ein bisschen was Größeres sein, aber das sind alles... Gerade die legendären Sachen sind alles so unauffällige mehr. Oh. Oh, was gefällt mir jetzt besser? Oh, nehmen wir den großen, auffälligen. Das war's. Okay. Was ist mit dem linken Bein? Okay, ich weiß, es gibt einen Mod, mit dem man hier die ganzen Sachen ganz lesen kann. Also die Schrift wird dann kleiner. Oh, aber dafür kann man lesen, was da steht. Das ist ja so doch ziemlich, ja, anstrengend, sage ich mal. Anstrengend ist noch gelinde ausgedrückt. Okay, lassen wir das so. Der linkes Bein fehlt. Wie es mir scheint. Okay, lassen wir das so. Irgendwas hat sie am linken Bein, aber nur hinten so ein Wadenwärmer. Hm, ganz nett. So, Rüstungen. Ihr habt also alle Rüstungen. Ha! Was wollten wir hier machen? Wir wollten noch irgendwas hier machen. Das sind die ganzen... Ah, das sind die die Bruderschaftsrüstungen. Dann packen wir doch hier die Marinerüstung drauf. Davon haben wir doch jetzt wirklich nicht mehr so viel. Des Fanatikers Marinerüstung. So. Schauen wir erstmal, wie das... Ja, da haben wir es. Da haben wir es auf einmal. Das ist das fehlende Stück im Glied. Das brauchen wir. Der Helm passt mal wieder gar nicht dazu. Und kriegen wir den Marinetaucheranzug darunter? Sollten wir doch eigentlich. Ja, wirklich. Und den... Ja, Moment mal. Wenn der linke Arm hier besser passt, so optisch, was kann der denn alles? Der linke Arm hier, pff, viel kann der nicht, gar nichts. Was kann unser? Naja, der verlangsamt die Zeit vorübergehend, wenn man wenig Gesundheit hat.
Ja, das muss nicht sein. Dieser taktische Helm, ob man den auch noch, Marinehelm, auch noch drunter anziehen kann, das wäre super. Doch warum sollte man? Man kann nicht. Finde ich doch gar nicht so schlecht. Das eine mein Rücken tut weh, meine Füße tun weh, alles tut weh. Ja, also das eine Teil hätte ich dann ganz gerne doch noch. Für uns. Egal. Obwohl, wir können es doch verbessern dann. Ja, aber wir können das hier auch verbessern, meine ich. Müssen wir in der nächsten Folge gucken. Jetzt ist schon wieder die Zeit so weit fortgeschritten. Mal sehen, was haben wir denn noch? Saubere Kleidung, rotes Halstuch. Hier ist doch noch irgendetwas zum Ablegen. Das ist das Falsche hier. Das sieht farblich überhaupt nicht aus. Na, haben wir das denn schon gesehen? Da ist es. Und passt es dazu? Nein, ich finde nicht. So teuer war das. 15.000 Kronenkorken, über 15.000. Und jetzt kriegen wir nur noch 8.500 dafür. Da, 8.540. Ich glaube es kaum. Naja, okay, lassen wir das so. Wir haben hier einmal mit Helm, wir haben hier einmal mit Baseballmütze, dann bekommt dieser hier noch den, warum auch immer, diese Schirmmütze. Passt gar nicht dazu. Verblasstes Visier. Oder passt das? Naja, ein bisschen schon. Was haben wir denn noch Schönes hier? Ah. Minuteman. Ja, da können wir jetzt nicht so viel dran ändern. Wir sind nicht mehr überladen. Das ist doch schon mal erfreulich. Die Brille behalten wir doch. Ja, vor allem, wir müssen diesen Raccoon Marine linker Arm, das müssen wir verbessern. Da kommen wir gar nicht drum rum. So ein schweres Teil schleppen wir doch nicht die ganze Zeit mit uns rum, freiwillig. Machen wir in der nächsten Folge. Dann nehmen wir uns aber auch noch den passenden von dem Rüstungsständer. In dieser Folge sind wir schon wieder am Ende. Ich glaube nicht, dass wir hier irgendwo ein Bett stehen haben. Es stand oben mal eins, aber das haben wir mittlerweile weggeräumt. Also sicher ist sicher. Wie sieht es hier aus? Stimpex. Oh, ist schon weitergekommen. Finde ich ganz nett. Oh, da kann es aber noch lange wüten. Ja, das wird eine ganze Weile dauern, aber ich habe so den Eindruck... Oh, die Kronkorken nehmen wir aber mal raus hier. Ich habe aber den Eindruck, dass es diesmal auch gearbeitet hat während unserer Abwesenheit. Habe ich so den Eindruck, denn es war sehr wenig drin, kein Schrott und so weiter, also... Normalerweise haben wir ja auch... eine Plünderstation hier. Und wenigstens aus der Plünderstation bekommen wir doch auch immer etwas Schrott. Haben wir ja schon beobachtet, als wir hier mal waren. Da lief auf einmal Schrott an uns vorbei. Daraus, aus der Werkstatt. Wie dem auch sei, ach so, vielleicht gucken wir uns nochmal an, wie das im Allgemeinen aussieht. Was haben wir denn Schönes mitgebracht? Doch, die Rüstung hier vor allem. Ja, da hinten steht sie. Da müssen wir aber ein bisschen näher ran, sonst gibt das doch nichts. Ja, mit diesem Bild darf ich mich dann bedanken für euer Zusehen. Und hoffentlich schaffe ich das schnell zum Bett. Ich sage Daumen hoch für euch. Lasst ruhig auch mal einen Daumen da. Ich freue mich auf jeden Fall immer über die vielen Daumen, die in letzter Zeit so reinfliegen. Macht's gut und bis zum... nächsten Mal. Tschüss.